Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und hier sei ich denn in der Altün. Und willkommen zurück zu Tales of Iron. Also Tales of Iron, hallo, herzlich willkommen zurück. Willkommen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die letzten zwei Tage das Gehirn weggebrannt. Ich weiß gar nichts mehr. Weder was wir machen wollten, noch wie die Steuerung funktioniert. Okay, also auf Bänken speichern weiß ich, das war Gluck Gluck, genau. Dreieck war mit dem Bogen schießen. Jawohl. Ich glaube, nach unten war Gift. Und R2 war schwer. Das war normal. Kreis war ausweichen. Nach oben war wegstecken. Ja, alles klar, Elli. Mach dir mal einen Kaffee und guck mal, wo dein Handy geblieben ist. So, dann holen wir uns einmal ein neues Gift, was wir eh nie benutzen. Ja, ich finde die Wirkung, also wir sollten das echt mehr benutzen, aber ich bin immer so der Typ, ich vergesse immer, dass wir das haben. Und Karte war da. Ach ja, das war ja das. Wir brauchen, glaube ich, 30 Talers für Dingens. Um hier den Thronsaal auszubauen. Irgendwelche Begegnungen haben wir aktuell nicht. Das heißt, wir müssen jetzt da runter in die Kanalisation. Und hier. Über eine seltsame Kreatur in der Dorfkanalisation erhalten. Eine neue Bedrohung erfordert Aufmerksamkeit. Ja, da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen in den Brunnen und dann nach rechts und dann wieder runter. Okay. Vor allem eine neue Kreatur. Was soll denn das sein? War ich der Meinung, wir hätten schon alle Kreaturen hier getroffen. Oh, was ist das denn? Warum liegt das hier? Ein Pfeil, okay. Cool. So, und dann müssen wir... Ach, hier komme ich gar nicht hoch, wa? Scheiße. Ach, das ist ja ungünstig. Ja, dann müssen wir uns da ja durchmähen. Anscheinend haben wir jetzt eine Keule ausgerüstet. Ganz so schlimm, wie mir scheint. Und jetzt müssen wir hier weiter runter, ne? Ja, ich... Runter war das, ne? Ja, genau. Runter und dann weiter nach rechts und dann da hinten. Na, hier sind die Speicherpunkte, glaube ich, auch sehr bescheiden, ne? Ja, wobei, wenn wir jetzt da durchgehen, haben wir gleich einen. Dann würde ich das glatt mal tun. Was machst du denn hier? Ja, komisches Viech. Nach da. Alles klar. Ich will aber erst nach da. Vielleicht da kann ich speichern. Da müssen wir nicht so weit laufen, wenn wir jetzt gleich krepieren. Das ist, glaube ich, ganz vorteilhaft. Würde ich behaupten. Sonst müssen wir nämlich echt weit rennen. So, er ist weg. Mal gucken, was uns hier erwartet. Wir werden sicherlich ein, zwei Anläufe brauchen. Oh, okay, er ist nicht weg, er ist tot. Unser Rattus hier hat keine Ahnung. Okay. Oh, zwei sogar. Oh, ah, nicht drauf geachtet. Hallo? Ah. Alter. Ich sehe nicht, wie die... Alter, ich komme hier gar nicht klar. Ja, töte mich. Ist egal. Das sind ja gleich zwei. Was haben die denn? Die haben... Okay, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich sage ja, ich habe mir so ein bisschen das Gehirn weggebrannt die letzten zwei Tage. Und ich habe mich nicht besoffen, sondern ich lag mit Fieber im Bett. Das war nicht schön. Deswegen, ich weiß gar nichts mehr. Das Problem ist, müssen wir jedes Mal diese Szene durchmachen. Das war... Boah, gegen zwei war aber schon echt ugly, wa? Das war jetzt schon echt ugly. Ach ja, das war ausweichen.
Was macht der? Okay. Puh, geschafft. Ich glaube, den einen hat er gerade gefinisht, deswegen ist er da hingerannt, ne? So, Pfeile sind voll und jetzt sollen wir... Ah, da sind noch mehr, ja? Toll. Keine Ahnung, was es war. Also wir haben dagegen keinen Schutz auf jeden Fall. Weil Larven haben wir gesehen. Ne, Maulwurf fehlt uns noch, ne? Ich glaube, gegen Maulwurf haben wir noch nicht gekämpft. Mozzi hatten wir schon, Frösche hatten wir auch schon. Aber uns fehlt noch der Maulwurf. Wir haben auch noch nichts gefunden mit Maulwurfwiderstand. Ach, er ist wieder da. Da sind bestimmt noch mehr. Ja. Okay. Da hinten. Ach du dicke Kacke. Also müssen wir hier ganz hoch. Und hier auch. Und dann da lang. Und dann gleich darüber. Wir hätten speichern sollen, ne? Bin doof, wenn ich jetzt drauf gehe, dann haben wir richtig Geburtstag. Und da kommt vorher kein Savepoint, ne? Pass auf, dann gehen wir einmal nach oben. Ich will vorher speichern. Weil, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Das wäre ungünstig. Da von hier ist ja auch der Weg nicht ganz so weit dann bis dahin. Das geht dann. So ein bisschen Saft für uns. Weft, sag mal weft. War das nicht schon? Achso, war noch ein weiter. Okay, da unten, ja. Okay, wir brauchen noch immer auch noch immer irgendwas gegen Gift, ne? Damit wir da auch durch können. Oder was auch immer das für ein Gebäude ist, wo die ganzen Untoten herkommen. Hier sieht es auch sehr einladend aus. Hallo, bei mir funktioniert manchmal die Taste nicht. Aua. Hallo? Nein! Ah, Mist! Ah, ich wollte gerade ausweichen. Ich glaube, diesmal schaffe ich es nicht. Ach, Mann! Okay, einer ist gleich down. Hallo, das ist unfair. Das ist unfair. Boah. Alter, gerade so. Das war knapp. Und die haben keinen Saft dabei, wa? Was ist das denn? Verteidigung, Gewicht steigt. Verteidigung auch exorbitant. Ich heb's erstmal auf. Und hier ging Larven. Ein bisschen. Okay, nee, das lohnt sich nicht. It was dead. But Reggie was no less unsettled. He had a sense it was not yet fully grown. He hoped this was the last of these he'd see. Oh toll, noch nicht ausgewachsen. Super.
So, er holt da die Käfer auseinander. Wir brauchen neuen Saft. Alter, das war richtig knapp, Alter. Oh, das ist echt problematisch, wenn die so in so einer Abfolge angreifen, dass du dem quasi nicht ausweichen kannst. Oder halt nicht, dass du kommst. Quasi so, du bist dem einen gerade ausgewichen und in dem Moment greift schon der nächste an und du kommst gar nicht dazu, nochmal auszuweichen. Hey. Töte es, bevor es Eier legt. So, den hau ich mir eben in den Kopf. Den nächsten schnabbel ich mir auch gleich. Sag mal. Alter, die Keule ist ja mega scheiße. Die trifft irgendwie gar nicht. Hast du das Gefühl? So, das gluckere ich mir auch rein. Und dann gehen wir gleich mal oben unser Zeug wieder auffüllen. Boah, die waren echt, das waren krasse Bastarde. Zu zweit sind die echt scheiße. Aber Reggie hat das Gefühl, die waren noch nicht mal ausgewachsen. Dann hoffe ich, dass wir, wenn wir einen Ausgewachsenen treffen, dass der alleine ist. Weil wenn die zu zweit sind, Alter, Katastrophe. Jetzt kannst du entspannen, das ist schön. Entspannen würde ich auch gerne. Aber es geht erst, wenn ich hier fertig bin. Dafür ist das Spiel dann doch zu fordernd. So, ja, hier gibt es noch eine Nebenquest. Ich glaube, mehr haben wir sonst nicht, ne? Nur die. Wir haben 24 Taler. Das heißt, wir haben jetzt noch... Ach, genau, die Mozzi-Königin. Ach, ja. In der Kanalisation, ne? So, wie es aussieht. Her offspring were all dead. And the mother had come to get her revenge. Jetzt weiß ich gar nicht, sind wir gegen Mozzis gerüstet? Nee, gegen Larven. Dann ziehen wir uns mal was Passendes an, würde ich sagen. Ach, wir haben ja eh was Neues gefunden. Irgendwo. Da. Ach, das ist so ein Helm. Okay. Verteidigung sinkt, Gewicht sinkt auch. Beides gleichzeitig. Das ist es nicht wirklich wert. Dann haben wir hier noch irgendwas. Hier haben wir guten Mozzi-Widerstand. Hier haben wir was gegen Larven. Achso, das habe ich schon an. Okay, da würde ich dann quasi den hier, glaube ich, nehmen. War, das sinkt zwar ein bisschen sehr die Verteidigung. Haben wir noch was? Ich nehme mal den. Haben wir noch was Besseres? Da sinkt die Verteidigung auch. Da steigt sie ein bisschen, aber das Gewicht ebenso. Aber der Mozzi-Widerstand geht hier runter. Dramatisch. Das lassen wir dann mal an. Haben noch was gegen Larven. Hier haben wir nichts gegen Mozzis. Hätten wir noch was, aber bringt auch nicht viel. Ich fühle mich allgemein ein wenig zu schwer. Der Schild bringt mir gar nichts. Ach, das war ein Schild. Oh, der ist aber... Von den Werten her ist der kacke. Der ist kacke. Die sind alle viel zu schwer, aber sind ja auch schwere Schilde, ne? So, hier haben wir, glaube ich, schon das Beste. Hier ist ein bisschen weniger. Aber mir gefällt der, den wir haben, ganz gut. Mützentechnisch. Nee. Nee. Auch nicht. Nee, kannst du voll vergessen hier den Scheiß, oder? Die ach, wir tragen schon eine leichte Mütze, okay. Gut, dann lassen wir das mal. Die Rüstung lassen wir an und dann müssen wir in die Kanalisation mal wieder. Ach, da hinten schon wieder hin. Ach du Scheiße. Och, der Weg ist so weit. Öff. Öff, öff, Alter. Öff, öff. Was tut man nicht alles für Geld? Und um den Thronsaal zu renovieren, ne? Aber könnten wir nicht rein theoretisch da oben rein? Dann wären wir schneller da eigentlich, oder? Wobei...
Nee, macht nichts vom Weg her. Okay, links, runter. Und immer weiter runter und nach links. Na gut. Und ans Gift denken. Ich muss ans Gift denken. Ganz, ganz dringend wichtig. Ach toll, jetzt habe ich Fallschaden gekriegt. Das ist ja großartig. Ja, wieso erwische ich die nicht? So, warte, dann glaube ich mal schnell rein. Ich weiß, ist nicht notwendig, weil wir uns, glaube ich, nachher nochmal auffüllen können. Deswegen alles andere übergehe ich dann. So. Gegen Mama Mozzi müssen wir jetzt ran. Na, das wird ja bestimmt lustig. Gegen den Arkollegen war ja schon scheiße. So, weiter nach unten. Bis ganz nach hinten in die Ecke müssen wir. Das wird ja richtig funky. Hier unten ist wie so eine blöde Kackbiene. So ein Mini-Motzi. Hallo. Haha. Und jetzt müssen wir hier natürlich auch wieder alles. Oh, hier ist noch auf. Nee, ist nicht. Dachte schon. Jetzt ist hier auf. Ach, hier sind auch wieder zwei von denen, ne? Ja. Ja. Oh, da hinten ist Mama Mozzi. Oh, oh, die hat leuchtende Augen. Das wird, glaube ich, nicht so einfach werden. Und ja, zum Glück verschleißen die Waffen nicht. Da hast du recht. Aber hier gibt es immer noch Fallschaden. Ne? Na, guck. Nein! Oh, fuck! Ich habe auf die andere Jagd geguckt. Boah, die machen aber auch echt viel Schaden. Und dafür, dass wir gegen Mozzis resistent sind, dass fast die Resistenz gegen Mozzis ist fast voll, ne? Das musst du dir mal reinziehen. Und trotzdem machen die noch so viel Schaden. Hier. Mozzi-Widerstand ist fast voll. Das ist ja unnormal. Ja, ich habe auf den anderen geguckt. Deswegen bin ich nicht ausgewichen. Teilweise habe ich so meine Probleme damit, das abzuschätzen. Wann die angreifen. Obwohl ich schon tausendmal gegen die gekämpft habe. Ach so. Au. Aua. Pass mal auf. Hallo? Nein. Nein. Nee. Wollte ich eigentlich nicht. Das war jetzt auch irgendwie. Jetzt habe ich gerade die falsche Taste zum Blocken gedrückt. Ich sage ja, ich habe mir die letzten zwei Tage echt das Gehirn weggebrannt. Das war nicht so einfach für mich. Bin froh, dass ich das überlebt habe. Ich weiß fast nichts mehr von dem Spiel. Und dabei ist das gar nicht so lange her. Kann auch vorher noch was zum Speichern, ja. Zwar nicht zum Saufen auffüllen, aber zum Speichern immerhin. Boah, das war echt. Manchmal kann ich das überhaupt nicht abschätzen, wie die angreifen. Ah, hier kann ich Gift auffüllen. Und Pfeile. Pfeile habe ich aber schon voll. Gift auch. Ja. Pfeile kriege ich wieder. Saft ist dann auch voll. Oh. Gespeichert haben wir. Ich sollte nochmal speichern eigentlich. Ne? Das wäre schlau. Ich habe ein bisschen Angst vor der großen. Prüfung lief gut. Sehr schön. Hast du schon ein Ergebnis? Wahrscheinlich noch nicht, oder? The Mozzi Queen.
foul mother of the swarm. Hallo. They never stop what she did. Ach. Oh. Ne, ne. Aua. Alter, mach die Fische an. Ich weiß gar nicht, ob ich das blocken kann. Ja, nicht so richtig. Okay, da muss ich weit genug weg sein. Aua! Ah! Was zum Fall, was zum Fick? Okay, schaffen wir nicht. Nein. Oh, ist echt so weit? Fick dich. Nein! Okay, wir sind aber gut weit gekommen. Jo, das war's. Das war der ich leg mich hin und scheiße ins Gesicht Move, habe ich das Gefühl. Oh, ich muss Gift benutzen, ganz dringend. Okay, jetzt speichern wir aber, wenn wir die beiden hier auch erledigt haben. Schnauze. Was ist der andere? Schnauze, habe ich gesagt. Und, warte. Wie, diesmal haben die keinen Loot? Buh. Viel zu wenig Pfeile, Alter. Ich weiß auch gar nicht, können wir im Spiel den Bogen wechseln? Weil wenn ja, wenn uns nämlich die Pfeile ausgehen, also die Bolzen, dann können wir nämlich nur auf den Bogen wechseln. Ich finde aber, für die erste Runde sind wir jetzt ganz schön weit gekommen. Also, das war gar nicht so schlimm. Das Problem ist, das zweite Angriffsmuster war nachher so ein bisschen sehr kacke. The Mozzi Queen, foul mother of the storm. They've never stopped. Okay, das kann man ziemlich blocken. Nö, nö, soll nicht. Oh. Weg, weg, weg. Boah. Krasses Mistvieh. Mal kurz warten. Jetzt, die wollen doch gerade anders angreifen. Dieses miese Kackvieh. Dreh dich um. Die wollen doch gerade anders angreifen. Hab ich genau gesehen. Yeah.
Ah, Mist. Weg. Boah, das kann doch nicht. Das ist doch nicht immer den gleichen Scheiß. Mach ich doch auch nicht. Stopp. Oh, warte, ich habe keine Pfeile mehr. Können wir das... Ach, wir können hier gar keine Waffen wechseln und nix, ne? Scheiße. Police, jetzt komme ich aber nicht an sie ran, so. Was zum... Was? Was? Nö. Lass das mal. Die hat eine ganze Menge Angriffsmuster. Aber gleich müssten wir sie haben. Wir sind gut dabei. Jawohl. Finish. With the mother dead, that should be the last of them. Haha, war gar nicht so schwer, diesmal. Also ich habe echt schwere... Oh, Alter, was ist denn das, Junge? Voll geil. Verteidigung ist fast voll, das Gewicht steigt aber nur minimal. Nehme ich erstmal mit. Und hier, die ist genauso gut wie unsere. Aber das Gewicht ist geringer, nice. Boah, aber die hatte viele Angriffsmuster, aber ansonsten war die in Ordnung, also... Zweiter Run. Und wenn du mir anguckst, wie voll unser Flash hier noch ist und unser Leben. Das war ja fast Profikampf, Alter. Das war ja quasi fast perfekt. Die war auf jeden Fall machbar. Besser als alle anderen, die wir bisher gekämpft haben, auf jeden Fall. Warte mal, ging's hier nicht auch raus? Wir müssen jetzt ja eh zurück, ne? Ne, hier ging's nicht raus. Aber da hinten können wir doch hier raus. Der Kampf war voll in Ordnung. Ich habe wieder ohne Gift gekämpft, ne? Weil ich so schlauer Typ bin. Wieder guter Junge hier. Was macht der denn da? Nee, nicht zurück. Dann können wir gleich mal an unsere neue Waffe ausprobieren. Nice. So, der hat auch bestimmt ein bisschen Saft auf Tasche. Und jetzt haben wir Mozzi, glaube ich. Mozzi-Widerstand ist jetzt voll bei uns, ne? Auch eine schöne Rüstung, die dabei hatte. Nice. Sehr nice. So, jetzt kriegen wir wieder Fallschaden, tragischerweise. Aber dann können wir hier jetzt gleich raus und sind auch relativ nah an unserem Schloss. Wir hatten das hier schon wieder zugemauert. Das sollte illegal sein. Weil wer kommt denn hier mal her? Da muss ja irgendwo einer um die Ecke stehen und warten, bis ich diese Wand hier wegreiße. Nur um die dann wieder hinzubasteln. Nein! Der ist nicht gesprungen. Toll. Besiege ich Mama Mozzi, aber kratze hier beim Springen ab. Huja! Meinst du dann, um keinen Schaden zu kriegen? Nee, kann ich nicht. Hab ich gerade. Hier, guck. Ich springe und drücke ausweichen, aber da passiert nichts.
geht nicht. So, und jetzt können wir nämlich hier wieder raus und dann... Wobei, wir können eigentlich rein theoretisch auch da hinten raus, ne? Dann sind wir gleich bei der... Halt doch mal auf, Karte. Dann sind wir eigentlich direkt bei der Schnellreise und müssen nicht so weit laufen bis zur nächsten Schnellreise. Nee, dann lassen wir doch lieber hier drüben rausgehen. Gib mir deinen Saft. Gib mir all euren Saft. Ja. Geht leider nicht. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man als Entwickler... Also das hat natürlich keiner Probe gespielt, wovon ich nicht von ausgehe, aber warum baut man als Entwickler Passagen ein, in denen ganz bewusst provoziert wird, Schaden zu bekommen und du kannst es halt nicht ändern? Guten Tag. Guten Tag. Nur auf der Durchreise. Hier interessiert mich gar nicht. Seid froh. Das verstehe ich halt auch nicht. Außer halt nur, wenn das keiner Probe... Ach, leck mich doch, Spiel. Außer halt, wenn das keiner Probe gespielt hat, was ich mir aber heutzutage nicht mehr vorstellen kann. Jedes Spiel wird Probe gespielt. Selbst wenn das eine Ein-Mann-Entwicklung ist, mindestens der eine Mann, der das Spiel entwickelt, der wird das auch einmal Probe spielen, bevor er das veröffentlicht. Außer er ist nur geldgeil. Dann nicht, aber... Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Da müssen diese Passagen aufgefallen sein, dass man da falsch ankriegt. Oder der Entwickler sagt, ja, weiß ich, ist mir aber egal. So, wieder zur Purpurfestung. Jetzt kriegen wir endlich einen neuen Thronsaal. Mal gucken. Danach wahrscheinlich der Rest des Schlosses für 5000 Gold oder so. Scheiße, wie hier wird ja auch immer teurer. Und das Bergwerk müssen wir ja auch noch, ne? Kann, ich mache übrigens nichts, ne? Mit der Kartenwackung hier. Und da unten hier gegen Rator müssen wir auch noch antreten. Der hat uns ja echt heftig den Arsch versohlt. Der gute alte Rator. Ich speichere mal hier. Gegen den haben wir ja gar keine Chance. So. Ich bin König. Und jetzt mach mein Thronsaal fertig. Ich weiß, wir haben übrigens noch keine Möglichkeit gehabt, irgendwie das... He had a throne room to be proud of. Not like his father's. But he was his own king. Doing things differently. Not hiding zombies in the crypt, for example. Ja, genau, der Flötenschlumpf. Haben wir schon eine Verwendung für das Eisen gefunden eigentlich? Weil wir haben jetzt 99 Eisen, das heißt, unser Eisenslot ist voll. Und ein sehr gutes Schwert auf jeden Fall. Das ist besser, aber es ist zweihändig. Also es ist ein Zweihänder, wahrscheinlich ein Bastardschwert oder sowas. Ein Zweihänder ist aber besser als die Axt und sehr viel leichter, rüstet sich natürlich aus. Der Schild. Müsste ein großer Schild sein, ne? Ja, weiß ich nicht. Dadurch geht das Gewicht dann wieder hoch, aber die Verteidigung ist auch exorbitant gut. Den nehme ich auch erstmal mit. Was wollt ihr jetzt schon wieder? Ihr wollt nur wieder mein Geld haben, ihr Pimmel. Ich weiß es genau. Was eigentlich mit Essen? Haben wir schon Essen gehabt? Nee, ne? Irgendwas, ich glaube, uns fehlt noch was an Essen, ne? Die jeweiligen Zutaten nämlich, die restlichen. Guck mal ganz schnell. Wir müssen auch auf die Gefahren, dass wir gleich wieder hinlaufen müssen. Ja, eins fehlt uns noch. Haben wir auch noch nicht gefunden. Aber hier kann ich mir eben einen reingluckern. Warte. So, dann wollen wir mal gucken, was die wollen. Ach, der Dennis. Der Dennis. Der dumme, dumme, dumme Dennis. Mal gucken, was der jetzt will. Oh, guck mal da hinten. Der Frosch an der Wand. Schön. Trophäen. The kingdom was restored. But Reggie could not enjoy peace until he knew it was free of threats. Jetzt geht's in die Mine. It was only restored above. Miners had sighted frogs below. Some were no longer willing to work. His squire thought it might have more to do with a strange rumbling. They say a monster prowls beneath. Yay. Okay, aber vorher gehen wir noch Baupläne gucken. Wir haben ein paar Blaupausen gehabt. Bekommen. Guck
gucken, was Brüderchen daraus kredenzen kann. Wahrscheinlich wieder nur Müll oder so. Und warte mal, lass mal einmal schnell hier durchgehen. Das ist sogar eine schwere Rüstung, die wir gekriegt haben, ne? Ultimativer Mozzi-Version. Aber jetzt bräuchten wir eigentlich wieder was gegen Froschis. Gegen Frösche haben wir aber...